Folge hier zusammen, herzlich willkommen zurück zu Wild City, zusammen mit jede Menge Leute aus Wild Life Circle. Ich drücke jetzt einmal Tab, ihr könnt euch die Namen durchlesen und ich bin fertig damit. Ja, heute gibt es die Folge bei mir, morgen bei Miri, weil wir haben gesagt, wir wechseln uns da ab jetzt sofort ab. Und ja, ich wollte heute mal herausfinden, was an diesem Hardcore Modpack ist. Mann, das ist ein schweres Wort. Baloui, machen wir doch mal jetzt Folgen. Jetzt wissen wir alle, was Baloui 2013 macht. Ein. Erstmal klicken. Was? Gib mal @logistik ein. @logistik, ja. So, jetzt hast du ja die ganzen Sachen. Ja. Dann hast du ganz am Ende den Logistik Request Table. Ja, was ist denn das? Damit, das ist praktisch dein Ding, damit du Sachen zu dir hin oder ziehen kannst. Oder da drin craften kannst. Ja, guck mal, Stone Bricks leicht, Crafting Table leicht. Mhm. Logistik Pipes wahrscheinlich auch leicht. Dann Hopper leicht. Kiste leicht. Mhm. Gut, okay, die Logistik Pipes MK2. Gucken wir doch mal an. Das wird mit dem Gold Gear geupgradet. Easy. Das hier wird upgraded. Okay, fuck, auch leicht. Leicht, okay. Diamond Transfer. Zur Hölle. Hardened Glass. Cobblestone Transfer Pipe ist ja easy. Diamond Transfer Pipe. Okay, ist auch bezahlbar. Gut, muss nur einer Diamanten finden. Diamond Chipset. Ja, aber es geht doch. Ja, das Diamond Chipset, genau. Guck dir jetzt mal das Diamond Chipset an. Wie macht man das? Wo macht man das? Mit einem Assembly Table. Und wie viel EF? EF? Ja, 800.000. Wie viel macht der Survivalist Generator? 40. Oder 20. Ja, muss man halt einen Moment warten. aber guck dir den Logistic Pipe Table nochmal an. Den Logistic Request Table. Wo drin wird der gemacht? Hä? Wie in Soldering Station. Kostet auch nichts. Muss ich auch wieder zugeben. Kostet nichts? Aber das ist halt, den Assembly Table, den müsste ich als erstes machen. Aber dafür brauche ich erst ein Haus. Ja, das ist ja auch die. Hört auf mich zu verbuddeln! Mitkommen. Warum? Fiese Geschichte. Aber ich muss erst hier den Teich fertig machen, so. So, Miri. Miri. Was machen wir denn jetzt? Bauen wir jetzt unser Haus? Ja, stimmt, eigentlich. Wohin? Was da, wo ist mit dem Baum? Wo ist unser Baum? Ja, da in der Mitte. Nein. Der ist voll schön. Den Baum wegmachen. Der bleibt da, schön. Der ist doch super. Warum können wir nicht behalten? Der ist mega potten hässlich. Ist egal, das ist unser Haus. Aha. Okay, dann wohnst du da drin. Alles klar. Mehr geht's. Ja, wir werden den halt größer machen, blöd Zicke, du. Was ist das? Okay. Das war eine Bohrmaschine. Also, Pauli, du willst da drin wohnen, ja? Ja, wir brauchen nur noch ein paar mehr von Rubberwood, glaube ich. Nee, ihr baut da. Nee. Ja, ihr müsst den doch größer, breiter machen, du Doofkopf. Auf Wiedersehen. Nein, wir brauchen hier keine Leute, die derart negativ sind. Nee. Auf Wiedersehen, geh auf deine Halbinsel, wo du gar nichts hast. Los. Nee. Geh zu den anderen. Hau ab. Geh auf deinen Haufen Dirt zurück. Hat sie nicht gesagt. Wer hat denn hier unseren Baum so eingewurzelt? Oh, jetzt macht er sogar Bäume kaputt. Aha, interessant. So, ja, die müssen ein bisschen an der Seite hier, ne? Um unseren Baum hier, das ist ja ein bisschen, der braucht Luft zum Atmen. Ja, das ist wichtig. Ich gehe dann mal. Oh, hier. Ach, ihr habt ja schon ein bisschen Botanik angefangen. Ja, schön. Ist nur irgendwie nirgendwo was drin. Ich möchte ihn schlagen, ne? Ich möchte ihn schlagen, aber ich lasse das jetzt. Ich beherrsche mich. Brenn. Ich lerne Selbstbeherrschung. Ich habe ja nur gefragt. Ja. Ich lerne Selbstbeherrschung. Du hast ja bei dir schon ein paar Blümchen angepflanzt. Hab ich ja gehört. Wolltest du nicht eigentlich runtergehen? Da kann ich keine Selbstbeherrschung lernen. wer ist denn der Lagerverwalter? Haben wir Rubber Tree Settlinge? Geh gucken. Wir sind eine Gemeinschaft, deswegen haben wir keinen Lagerverwalter. Aber wir sollten einen Lagerverwalter bestellen, weil Baloui jetzt da ist. Shanks ist der Lagerverwalter. Ja, wir haben. Nee, ich bin der Lagerbauer. Er ist auf Krawall gebürstet. Also, wenn jetzt Fünks wieder anfängt, schlecht drauf zu sein und uns hier zu mobben die ganze Zeit, ne, dann kann er auch gehen. Unseren Baum. Das ist nicht okay. Der kann sich nämlich gar nicht wehren.
Aber das ist wirklich, also... Was gefällt dir an dem Baum nicht? Das ist unser Baum, halt die Klappe jetzt. Dieser Baum hat im Mittelteil eine 1x1-Struktur. Ja, hat denn einer gesagt, der bleibt so? Leute, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, außerdem 10, ist der Potten 11, hässlich. 13. Ich danke dir. Musst du jetzt einen Arm vielleicht? Da läuft ein Baum. Warum läuft ein Baum? Das ist gruselig. Warum? Dora ist fies. Los, greif den Fuchs an. Attackebaum. Der greift auch wirklich an. Nur so als Info. Warum ist da ein Baum? Weil Sora eine böse Hexe ist. Wie? Aha. Ist Sora in Witchery schon so weit? Das ist nichts Weites. Was, dass man Bäume beschwören kann? Ist sie weit? Ich liebe Bäume. Der teleportiert sich, dieser Baum. Wirklich? Was soll das? Wachse, wachse, Bäumchen, wachse. Er rächt unseren Baum. Ich finde das sehr sympathisch. Also jetzt. Ich gucke gerade mal, was ihr hier alles schon so habt an in den Kisten. Da ist ja schon ein bisschen Technik ist ja schon dabei. Wahrscheinlich habt ihr viel gefunden, ne? In der Welt so. Ja, das meiste haben wir gefunden. Jetzt reicht. Ich brauche eine Axt. Kann ich mir eine... Sind die Slimy... Slimy-Äxte sind gut, oder? Kann man bauen. Nein. Wie nein? Nein. Ja, für unseren aktuellen Baum. Der haut halt zurück, der Baum. Soll ich die denn noch schwerer machen? Was kann ich dann den Bronze-Axtkopf nehmen? Aber den kann ich nicht reparieren, ne? Mit Bronze. Blauli, was brauchst du denn? Ich würde gerne eine Axt haben, damit ich jetzt ein paar Rubber-Trees pflanzen kann, damit ich die ernten kann und damit wir Holz haben, damit wir unser Baumhaus schöner bauen können. Das heißt, der kriegt einen größeren Stamm. Ja. Hier, dann komm her. Wo bist du denn? Aua, ihr seid da oben. Sucher ist gemein und bösartig. Nein, ich bin im Lager. Aber das ist nichts Neues. Das ist eine Hexe. Rubber Trees hast du schon, oder? Ja, habe ich schon. Fehlt noch irgendwie Bone Meal. Irgendwo muss ja Mob-Blut sein. Mob-Blut. Da steht Mod. Ach nee, das ist sogar richtig geschrieben. Ja, es wurde. Die Schilder wurden geändert. Irgendjemand hat meine Schilder. Oh, aber ich kann ja. Nee, das ist ja. Wenn ich da jetzt die ganze Bone Meal rausklaue, das ist ja fies. Bisschen hart, ne? Ja, du bist. Mach Fertilizer. Das ist zu hoch für ihn. Wir haben den habe ich ja schon. Stimmt, ich habe Fertilizer schon. Nice. Sand brauche ich nur. Mm, cool. Außerdem könnt ihr auf dem letzten Quest-Tab einen Reward abholen. Der gibt euch auch zur Not. Stimmt, ihr könntet mal die Quests, die fertig sind, abgeben. Ja, das wir machen das nachher in der nächsten Folge. Da werde ich mal ein bisschen auch mal die Leute einladen und so. Das will ich jetzt nicht in meiner Folge machen. Ich finde das toll, dass du mir die zum Wachsen bringst, die Bäume. Ja, ich denke, du brauchst das, oder? So, wo ist denn Sora? Der wollte mir doch jetzt eine Axt geben. Ja, ich baue gerade mit der Axt die ganze Zeit ab. Und Völks, such den Hobby. Lass uns am Baum in Ruhe. Okay. Eine Bitte nochmal. Wenn ihr euch ausloggt und irgendwie besonderes Werkzeug im Inventar habt, bitte zurück in die Werkzeugkiste. Irgendwie ist es bei mir gerade unsichtbar, wenn ich sie rauswerfe. Aber definiere besonders. Aber das Werkzeug will ich dann wieder haben. Okay. Was hast du daraus gemacht? Das ist Slimy Kopf? Nicht. Nee, ne? Zum Beispiel Kobalt. Ein Eimer oder Wie hast du denn schon Kobalt gefunden? Ah, okay. Nether. Ja, aber Kobalt ist kein Problem. Also Erze so hoch ist. Nee. Nether ist kein Problem. Kannst du gerne meine Abklebe helfen? Hallo. Also musst nur überlegen. Der versucht mich die ganze Zeit mit dem Stock zu hauen. Der will irgendeine Scheiße mit mir machen. Da will ich poken. Ja, der will eine Blutprobe von mir haben oder so eine Kacke. Ich kenne das. Will ich mit deinem Blut? Unedles Zeug. Boah. Alter, was ist eigentlich los mit dir? Also, Blauli, wenn du vor Blutproben Angst haben willst, dann müsstest du vor mir Angst haben. Okay. Siehst du? Also, ich würde ja auch gerne dann irgendwie mit Ars Magica anfangen, aber erst will ich Miri und mir ein schönes Häuschen bauen. Also zumindest versuchen. Ich weiß zwar nicht, was Miri gerade macht, wahrscheinlich ist sie wieder gegangen und ich muss das ja alles alleine machen, aber. Ich bin hier, weil. Dir zuliebe tue ich das natürlich, weil ich nämlich ein lieber und guter Ehemann bin und deswegen. Miri, war der sie letztens nicht irgendwie eintauschen gegen Kamele oder so? Wie viele Kamele? Lauli, möchtest du denn schon das Buch von Ars Magica? Oder willst du es selber machen? Ich glaube, das möchte ich gerne selber machen. Ich weiß ja, wie es geht. Ich klaue mir jetzt eine Nuh. Ich habe da hinten irgendwo schon an so Mana. Dann viel Spaß euch beiden. So, Miri, hier, du musst jetzt wachse, machen. So. Wachse, Bäumchen, wachse. Das funktioniert nicht. Wachse. Okay. Nicht so wächst. Was brauchen wir genommen? Nein. Fertilizer. Aua.
Das ist was warum anderes. Ist das so klein? Warum geht das denn? Ja, nee, da, weil wir das Holz brauchen, damit wir dann hier den Baumstumpf größer machen können. Der muss ja mindestens zwei, drei größer haben. Ich habe einen Weg haben, nach oben gebaut. Du musst einfach ein paar Säpplinge setzen. Setz doch einfach die ganze Fläche hier voll mit Säpplingen. Wie so eine Treppe, dann hasst Fünks uns noch mehr. Die Treppe muss innen drin sein. Nee. Ja, ihr müsst doch sowieso den Baumstamm bekommen. Ja, wir müssen ihn wieder machen. Also. Aber es war ein Versuch wert, Miri. Danke. Ja, aber ich wollte erstmal hoch und gucken. Ob er noch gut genug auch von oben aussieht. Ja, was man da sehen kann von oben. Fünks seine Scheißbude wahrscheinlich. Darf ich den hier schon abreißen, den Baum? Ja, da hast du. Sobald er gewachsen ist, darfst du ihn fällen. Ich glaube, wir müssen hier. Ist Fünks gegangen? Oh, Fünks ist gegangen. Ach, schade. Jetzt kann ich lästern, aber jetzt ist fies. Ja, ich hab's noch nicht gehört. Leuten, die mich schlecht behandeln, den höre ich nicht zu. Ich glaube, wir müssen Miri auch eine bessere Axt geben. Die ist doch schön, oder? Die ist gut, ja. Guck mal, und der gute Vorteil ist, ich produziere gleichzeitig Rubber. Das ist ein toller Vorteil. Wachse, wachse, Bäumchen. Oh, schon fertig. Wachse, 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 Bäumchen. Fiese Geschichte, kein Dings mehr. Ich glaube, wir müssen erst noch ein bisschen mehr Fertilizer machen. Oder hier dieses Dings. Ja. Du kannst ja auch mal in der Mine gehen. Dings. Was ist denn die Mine? Was ist in der Mine? So. Und die Rubber Trees immer schön neu pflanzen. Mining Ground? Achso. Ich frag mich gerade irgendwie, Balui, wie willst du denn eine Treppe reinbauen? Innen. Und wir machen da eine Leiter oder so. Ja, Balou ist ganz außerdem, innovativ. Er nimmt Leitern. Außerdem können wir auch ab der Ebene, wo der Stamm nur noch ein dick ist, können wir auch anfangen, unsere Aussichtsplattform zu bauen. Und Miri, du willst in die Krone, ne? Ja. Ja, gut. Dann müssen wir auf jeden Fall den Stamm dicker machen. Wäre nicht, dass die Leute, die unter uns sehen, was passiert. Ja, ja. Wenn du nackt badest und so, das geht natürlich dann. Du willst den Mambos abwerfen? Ja, oh ja, das ist eine gute Idee. Das ist der Plan. Ja, wir kriegen ein richtig krasses Baumhaus. Wartet mal ab. Und jeder, der unten am Baum ist und drüber lästert, der kriegt einen Amboss auf den Kopf. Das ist zwar eine fiese Geschichte, aber ich bin bei dir. Haben wir irgendwo Sand? Was brauchen wir für Fertilizer? Jede Menge Sand. Louis, wo bist du? Im Lager und suche nach Sand. Aber irgendwie haben wir keinen Sand. Sand ist in der Wüste. Oh, today. Frag Teufelsdämon, da könnte Sand haben. Der war, glaube ich, gestern 2 Stunden Sandfarm. Hier ist eine Stahlschaufel. For crafting only. Ja. Diese Geschichte. Ja, dann ja, müssen wir. Ja, die ganzen Vanilla-Sachen sind crafting only. Werkzeuge, da. Ist da eine Schaufel drin? Yay, die erste Hälfte des Daches habe ich umgebaut. Jetzt fehlt die zweite nur noch. Hat dir das nicht gefallen, wie es vorher aussah? Den anderen hat es nicht gefallen. Oh. Ich weiß aber nicht, ob es jetzt denn einer gibt. Glaubt aber also nicht, dass euch mein Dach da gefallen wird. Also also ich gebe mir zwar Mühe, aber kann nicht garantieren, dass das schön aussieht. Wir reißen es so oft wieder ab, bis es uns gefällt. Okay. Alles ist fies. Mach es genauso wie mit meinem. Er hat schon okay gesagt. Fies habe ich gesagt, nicht okay. Was ist denn an einem Slime-Shovelhead nicht gut genug? Weil der hat doch 1200 Durability. Alter. Komm mal bitte auf den Mining Speed. 1,5. Ja, stehst du Stunden am Baum. Ich will auch mit einer Schaufel keinen Baum fällen, aber ja. Das bist du dir sicher, dass du das nicht willst? Ja. Oder dass du das nicht machst, besser gesagt. Kann ich mir da eine Eisenschaufel gießen? Darf ich so viel Eisen haben überhaupt? Nimm Flint oder Sapphire oder Peridot. Wo kann ich denn die ganzen Pflanzensachen, die Seeds und sowas hin tun, die ich hier habe? Gibt extra eine Seedkiste. Ja, irgendwo? Das ist ein Gebiet. Ja, okay. Oder passend zum Mod halt immer. Da, wo haben die Tinker-Sachen denn? Ach, in der Schmiede. Ich brauche von meinem Dach aus wieder Pfeile, das nervt. Hallo, kann ja einfach Upgrades drauf machen, irgendwie Geschwindigkeitsboost und so. Ja, du hast aber nur die Modifier, die du hast. Alles gut. Ich dachte, ihr würdet mich jetzt dafür umbringen, dass ich das sage, weil ich dafür die ganzen Mats verbrauche oder so ein Kack. Ja, also
du kannst gerne Matt verbrauchen. Du kannst gerne neue Matt farmen gehen. Nee, du hast ja das Prinzip da nicht dran verstanden. Will ich ja nicht. Wow. So, okay, dann würde ich sagen, gehe ich in die Wüste. Endlich ein vernünftiger Ort. Ich weiß nicht, wo die Wüste ist, nein. Ohne, teil die mal. Sag ich mal. Oh, ich muss noch eklige Bären. Haben wir, beste Frage. Haben wir eine Zeugkiste? Nein. Nein. Ja, viele. Ja, bei Uni. Aua! Ich meine, wo tue ich denn mein Zeug hin? Bei dir ins Haus. Schön ordentlich in die Kisten. Da hier noch keine Struktur drin ist. Da ist Struktur drin. Ich tue alles in F-Tools, ist das richtig? Nein. Kann ich meine Harvestcraft-Sachen reintun? Woher weiß ich denn, was wohin gehört? Ihr habt doch keine Kiste. Drauf. Rehsoßen. Was ist denn Rehsoßen? Ressourcen. Ach, Ressourcen. Ach Mann, Rehsoßen. Hör auf mich zu verarschen. Ich lass meine Ressourcen in Ruhe. Ressourcen. Du bist auch so eine Soße. Oh, geil. Wo sind Seeds? In der Kiste, voll. Wo Seeds draufsteht. Oder in der Drawer. Es ist alles noch unbeschriftet. Ich mache eine Zeugkiste. Ich denke, das ist eine gute Idee. Nein, du machst keine Zeugkiste. Aber das gab es immer. Und wenn Katze da wäre, würde er auch eine Zeugkiste machen. Ja, aber ist aber keine Katze da, also nein. Aber wenn Katze da wäre, hätten wir eine. Nein. Doch. Kann er gerne bei sich im Haus machen, aber nicht in unserem Lager. Aber eine. Louis, sobald ich Logistik Pipes hast, kannst du dein ganzes Zeug da einfach reinschmeißen. Und wenn die Seedkiste voll ist mit Seeds? Dann machst du eine neue Kiste, wo Seeds reinkommen. Aber ich habe keine Schilder. Dann nimmst du hier Holz. Das ist eine Schilderkiste. Verarbeitet. Das ist eine Schilderkiste. Wo kommt Rubber hin zum Beispiel? Hinten in die Drawer. Warum? Weil davon viel droppen wird. Ah, da ist eine Drawer, okay. Wie viel Rubberwood habt ihr? 15, ja, das reicht uns nicht fürs Haus. Ich? Nie wird eng. So, aber Leute, ich würde sagen, wir beenden mal hier die heutige Folge. Bevor ich jetzt hier meine Reise in die Wüste antrete und nur eine Folge lang Sand farme, würde ich sagen, könnt ihr bei mir hier vorbeigucken. Da gibt es morgen eine Folge und wenn ich das richtig verstanden habe, wollen wir mit Dinosauriern anfangen. So, deswegen danke fürs dabei sein, macht's gut, bis zum nächsten Mal und bleibt schön feurig. Tschüss! Tschüss! Tschüss.